Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von den Sims 2 mit, ja, in Schönsichtingen mit der Familie Steffen. Und hier ist einer der Zwillingsjungs und hier, die steht gerade auf, die kleine Savina. Wir sind bei Anna Steffen mit ihrem Mann, dem Kurt und den 5 Kindern Sandro, Silvio, Stefanie, Savina und dem Steffen. Steffen, Steffen. Und hier ist gerade der Sandro, der seine kleine Schwester mal Lennart? hilft, aufs Töpfchen zu gehen. Das hat sie nämlich immer noch nicht gelernt. Das hat sie noch nicht ganz gelernt, sozusagen. So, unser Steffen da hinten, der müsste eigentlich auch mal auf die Toilette. Das hat er, glaube ich, auch noch nicht gelernt. Dann könntest du ihm direkt danach noch aufs Töpfchen helfen. Und eigentlich, sie hat anscheinend Hunger. Okay. Die Eltern schlafen nämlich noch. Und Silvio eigentlich auch noch. Aber okay, Silvio kann eigentlich, denke ich, bald aufstehen. Und Stefanie, die ist jetzt super draußen. Die. Oh, wartet mal ganz kurz. Die würde ich gerne nochmal reinholen. Damit sie jetzt endlich mal hier so ein bisschen ein paar Punkte machen kann. Und du kannst mal hier jetzt kochen lernen. So. Okay, Savina. Savina. Savina hätte Hunger, also dann gib mal der. Sag mal, wo habe ich das denn? Flasche holen für Savina und Steffen müsste ins Bett danach jetzt. Ja, der hat hier. Könnte man ins Bett bringen. Aber das könntest vielleicht auch dann du machen. Ins Gitterbettchen bringen. Steffen. Ein Kochbogen. Und dann einmal leeren und leeren. Weil ihr müsst mal dringend auf Toilette. Und dann kann er auch mal in die Küche gehen. Und was zu essen holen. Und danach kannst du hier mal abspülen. Und noch ein Kochbogen. Yay! So, bei Anna muss ich immer gucken, dass sie nicht zur Arbeit geht um 5 Uhr, weil sie hat noch 8 Urlaubstage, die gönne ich ihr und die nehmen wir und danach geht sie in Rente. So. Kurt. Unser Kurt, der hat frei. Da ist alles okay, also. So. Es geht natürlich auf Montag zu. Das heißt also, dass die drei Großen in die Schule müssen. So, einmal essen. Und das ist jetzt Silvio. Genau, wenn du schon hier bist, kannst du hier gerade mal. Was war denn das? Achso, er guckt irgendwie. Oder Aussehen überprüfen oder was auch immer das war. So. Wo ist denn Savina hin? Da, okay. Okay. Kannst du irgendwas mit ihr machen? Naja, spielen, in die Luft, vertraut küssen und knuddeln, also so, damit du dich zum Beispiel mit ihr einfach befreundest, das ist ja auch mal eine Option. Stefanie hat schon 4 Punkte jetzt gemacht. Okay. Du lernst jetzt dann doch noch sehr schnell. Dann würde ich jetzt fast sagen, dass du dann auf Sauberkeit gleich mal übergehst. Und Sandro ist hier. Okay, der wird hoffentlich nachher in der Küche aufräumen. Kurt, den werde ich dann jetzt mal aufwecken. Der kann nämlich auch, warte mal, da abspülen und den Rest füllen. Wenn das geht. Das habe ich ja noch nie gesehen. Füllen? Da bin ich mal gespannt. Ich lerne auch immer wieder was Neues. Ja, ich spiele schon jahrelang und irgendwie das ein oder andere. Du kannst aufstehen und einmal hier duschen und spaßig müsstest du irgendwas machen. So, Sabina, die kannst du jetzt. Hier ist denn das Silvio. Die kannst du jetzt auch mal da rein gehen lassen. So. Und was mache ich denn mit dir jetzt? Warte mal. Fitness.
Dann trainierst du noch ein bisschen weiter. Du hattest ja irgendwie gestern Abend so trainiert. Sandro ist fleißig. Ah. Das ist das Füllen. Essen im Inventar und, okay, verstehe. Was sind das eigentlich für Dinge? Und was kann ich dann später daraus machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. So, das ist Müsli oder irgendwas, glaube ich. Wartet mal, ich muss mal ganz kurz bei Kurt. So, kann ich jetzt irgendwas daraus machen? Gruppenmahlzeit. Abendessen. Abendessen servieren. Irgendwas anderes. Ne? Mittagessen. Kann ich nur einen Chefsalat weiterhin. Dessert. Snack. Abendessen. Ist es auch nichts Neues dabei? Plätzchen, trinken, keine Ahnung. Ich habe zwar was aufgefüllt, aber egal. So, du kannst den Rest dann weglegen. Was denn? Achso, du willst irgendein Bild betrachten. Okay, warte. Charisma, kochen. Ach, eigentlich könntest du ein bisschen üben gehen. Das ist okay. Dumme Frage. Habe ich euch schon gemalt? Ich glaube nicht. Ich kann mich nicht erinnern, oder doch? Doch, er ist gemalt. Und Anna? Verdammt. Verdammt. Ich glaube nicht. Sonst wäre das doch irgendwo hier. Oh, guck mal. Was ist denn das? Das sollte eigentlich in den Jungszimmern hängen. Ich hänge das mal jetzt da noch drüben. Ich glaube nicht. Verdammt. Das könnte ich auch mal weghängen, glaube ich. So, bitte. Was mache ich denn jetzt? Anna muss gemalt werden, nämlich. Und Kurt hat heute frei. Ja, das machen wir. Kurt, du musst ran. So, warte mal. Kurt. Einmal ein Porträt malen von Anna. Dass ich das nicht vergesse. Das ist ja immer sowas, was ich für mich sage, dass das notwendig ist. Was machst du? Aufräumen. Ach Gott, du bist echt ein fleißiger Junge, du. Sehr schön. Und dann kannst du hier das nächste auch wegwerfen. Sprengleranlage und so. Cool. Aber da kann ich nichts dran machen an den Dingern herum. Ach, guck mal, aber da kann ich nochmal wegwerfen und das könnte ich gießen oder so. Ja, für was habe ich Kinder, ne? Also, hier in diesem Falle mal, um, damit sie was aufräumen und so und. So weiter. So, du kannst jetzt mal aufhören mit Kochen lernen. Du bist ja fast schon fertig. Du kannst Sauberkeit machen. Hier, kommt schon. So, Anna wird gemalt. Cool. Da bin ich mal gespannt. Warte mal. So, das sah eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, besser kriege ich sie nicht hin. Sehr schön, cool. Und da freue ich mich, dass sie gemalt wird. Oh. Doch, ich wollte mich gerade gucken. Oh, doch, er ist sehr gut in Kreativität. Sehr schön. So, was ist mit dir? Warum ist die Umgebung so scheiß miserabel? Weil ich hier draußen bin. Hier draußen scheint das echt so miserabel zu sein. Es ist echt traurig. Ich muss da mal wieder ein bisschen, wenn es hell ist, noch ein paar Beete anpflanzen gehen. So, danach kannst du das aufräumen und dann gucke ich mal bei dir mit deinem Hobby. Basteln arbeiten. Echt jetzt? Na dann würde ich mal fast sagen, dass du hier lernen, Mechanik lernen gehst. So. Sie lernt als weiter. Ja, Steffen ist jetzt aufgewacht, hat Sabina jetzt damit auch aufgeweckt. Ich schicke Anna mal nach oben und lasse den Steffen raus. Steffen hat auch Hunger. Flasche holen für Steffen. Und ich hoffe mal kurz, dass er einfach weitermalt. Ja, sehr schön. Das habe ich mir so vorgestellt. Sehr, 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 sehr schön. So, Anna,
Genau, du holst mal unseren Steffen raus. Hallo, Steffen. Oh, komm her, mein Kleiner. Ich gebe dir noch was zu essen. Und ich brauche gerade noch mal eine Runde irgendwas Spaßiges, wobei ich nicht genau weiß, was ich da jetzt ganz fix mal kurz machen soll. Guck mal, das muss ich noch wegwerfen. Oh, eine Frage wäre eigentlich, ob ich nicht ein Hausmädchen noch einstellen soll. Wir haben ja den Butler. Den Butler habe ich gekündigt. Service. Nein! Nein, 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 nein! Stopp! Nicht zur Arbeit gehen, Anna. Bitte nicht. Nicht. Schwein gehabt. So. Nee, warte mal. Was mache ich denn jetzt? Umziehen, Alltagsklamotten. Und was darf er noch lernen? Warte mal, Haus. Nee, Hausmädchen. Ja, Maximilian kann kommen. Und dann Steffen das Sprechen beibringen. So, Kurt mal als Zweiter. Und unsere Jungs. Er lernt und er trainiert. Oh, kann es sein, dass du schon Vollkörperpunkte hast? Ja, kann sein. Fitness fehlt mir allerdings noch 3. Das ist immer etwas seltsam, aber okay. So, ich gehe mal duschen mit ihm. Dann kann er noch was essen. Und eigentlich könnte er danach noch fast eine Runde schlafen gehen, ne? So. Anna, warum? Was machst du? Eigentlich hättest du mit Steffen. Wo ist denn Steffen hin? Der spielt. Ans Töpfchen gewöhnen, Steffen. Komm schon hoch. So, einmal irgendwas hier rausnehmen. Jetzt wird es langsam ein bisschen knapp. Aber ich möchte Kurt echt nicht stören. Was hatte ich bei dir gesagt? Mechanik. Verdammt. Er müsste mir mal helfen. Ach nee, sie ist jetzt wieder eingeschlafen. Steffen? Da ist er. Was ist jetzt mit Steffen? Wartet mal. Er hat harndrangmäßig. Okay, dann Savina, die schläft auf jeden Fall noch weiter. Das ist doch auch nicht schlecht. Und dann Sprechen beibringen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern er das hier gelernt hat. Boah. Und jetzt lernen wir ein bisschen Sprechen. Das ist okay, super. So. Du lernst gerade noch ein bisschen weiter. Während auch. Oh. Bei dir ist es natürlich auch doof. So, ich glaube, du darfst mal ein bisschen aufhören. Und ich schicke dich mal ein bisschen zum Spaß haben nach draußen. Ah, die Schule wird nicht so spaßig werden heute, wenn da wird sie müde sein. So, und du, dich lasse ich auch mal kurz. Du darfst mal kurz benutzen, säubern. Und hier Parcours durchqueren. Ich hoffe mal, das macht Spaß. Sabina ist immer noch im Bett. Steffen lernt. Und Silvio, der darf auch schlafen. Und die Anna ist hier. So, ich spule mal gerade ein kleines bisschen vor. Genau, wir haben noch eine Stunde. Dann werden die drei abgeholt. Sandro. Macht es jetzt Spaß, Sandro? Ja, doch, es macht Spaß. Dann lasse ich dich mal kurz. Silvio muss noch ein bisschen schlafen und du? Ja, es macht auf jeden Fall auch Spaß. Aber ich gehe dann doch mal duschen, noch mal fix. Und dann auf die Toilette. So. Ja, es bringt natürlich auch die Energie. Dieser Parcours, die Energie nach unten. Naja, gut, okay. So, Steffen. Steffen, Harndrang. Anna. Anna. Töpfchen bringen Harndrang. Ich meine. Ups. Steffen. Und dann eben hier mal leeren.
Und danach dann Selina rauslassen. So in etwa. Was war da hinten? Irgendjemand? Ach, der. Er ist immer noch dabei. Du bist echt fleißig, mein Junge. So, ist in Ordnung. Geh jetzt in die Schule. Du gehst auch in die Schule und, ja, okay, du gehst dann auch in die Schule, wenn du fertig geduscht hast. Du wirst zwar ziemlich müde sein, wahrscheinlich. Arme Stefanie. Aber okay. Kurt, wie geht's dir? Eigentlich geht's ihm ganz gut. Ich lass ihn einfach stehen. Anna kümmert sich ganz, ganz toll um die Kids. Oder? Also, komm, das macht sie doch echt super. So, dann nochmal einen letzten Blick. Ja, Steffen, der darf mal... Der darf mal ins Bett und hier einmal wegwerfen. Und sie darf auf Toilette. Das heißt, einmal die... Nee, andersrum. Sabina auf die Toilette bringen. So, Steffen, geh mal weg, weil... Die Mama bringt dich jetzt ins Bett. Oh, yay. Kurt ist fertig. So, Kurt ist fertig. Und das heißt einmal... nee, warte mal, Kurt. So, das hier. Warte. Du gehst einmal auf Toilette. So. Dann das hier recyceln. Dann einmal abspülen. Das hier recyceln. Und dann hast du noch selber Hunger. Das hier kannst du nochmal kurz abspülen. Und dann ein Teller nehmen? Was ist denn das? Keine Ahnung. Ist das irgendwas Kleines anscheinend? So. Genau. Sabine noch auf die Dings bringen. Und dann gebe ich hier auch noch mal was zu essen. Nee, warte. Moment. Flasche holen für Sabine. Dann selber nochmal auf die Toilette säubern und dann, keine Ahnung, auch nochmal was selber essen. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob da noch eine Portion reicht. Reste nehmen. So, ich sage jetzt aber, weil wir haben jetzt, wir haben 10. Ich sage jetzt ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde, wenn es dann wieder weitergeht. Familie Steffen, immer viel zu tun. Also da habe ich wirklich immer tak, 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 sehr, sehr viel zu tun mit 5 Kindern und 2 Erwachsenen. Und das nächste Mal gehen wir dann zu Familie Blender nach nebenan. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar hier und oder einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Out. Ciao, ciao.